And I just wanna make smile. I wanna feel like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it all like Marvin Gaye, like Hathaway. What's something you like this? You're my head, not my mind. Thinking I was born in the wrong time. It's love on rewind. Everything is so throwbackish. I'm caught like I got out of my league. Old school chic, like a movie star. From sunscreen, you're one of a kind. Let me know I go plastic. I never met a girl like you ever till we met. A star in the 40s, set of food in the 50s. Got me tripping out like the 60s. Hippies, cleaning up the disco tent. The 17s, aiming in pages fast. Capron, Beyonce, Marilyn, NASA. You're so young, my head, not my mind. Thinking I was born in the wrong time. It's love on rewind. Everything is so throwback-ish. I got my out of my league. Oh, einer geht noch. Wer bist denn du? Ich bin der Keanu. Keanu? Wie alt bist du? 13. Krass. Ja. Krasse Stimme von der. Aber was hast du denn da an? Also, das ist eine GoPro, die begleitet mich schon der ganze Tag und ich filme einfach alles und zeige, wie es ungefähr hier aussieht. Und da hätte ich mich hübsch gemacht. Das sieht man auf der The Wise Kids Seite, also. Cool. Ja, ich weiß auch nicht mal Bescheid, was abgeht. Und aber davon abgesehen, das sind ja Wahnsinnsschuhe. Dankeschön. Alter, die sehe ich jetzt erst. Die habe ich auch. Hätte Lena die Schuhe gesehen, hätte sie direkt gebuzzert. Auf jeden Fall. Richtig coole Performance. Alter Dankeschön. Falter, ich muss sagen, ich habe mich beim ersten Hey so ein bisschen erschrocken. Ich war so, hä? Oh Gott, oh Gott. Und was mich total beeindruckt hat, ist deine positive Energie und dein Selbstbewusstsein. Und das ist ja echt Wahnsinn in deinem Alter. Und ich hatte das Gefühl, dass du zu einem Typen musst. Deswegen habe ich mich nicht umgedreht. Das ist mein einziger Grund. Verstehe ich nicht. Aber, verstehe ich auch nicht. Also ich fand's super. Ich fand's total vielseitig. Also als du am Anfang angefangen hast, dachte ich, okay, er singt einen Popsong. Und auf einmal hast du da den Hip-Hop-Flow rausgeholt und losgerappt. Also ich finde es immer super, wenn Leute mehr als eine Sache können. Du kannst sicher noch wahnsinnig viel mehr Sachen. Aber auf jeden Fall hast du gerade schon auf der Bühne unter Beweis gestellt, dass du echt ein großer Performer bist, mein Freund. Danke. Ja, und ich fand, du hast irgendwie vom ersten Ton an, den du ja so ein bisschen reingeschautet hast, hast du ja einfach eine richtig Stimmung in die Bude gebracht. Also der Laden hat vom ersten Ton an richtig gekocht. Danke. Und ich stehe tierisch drauf. Tatsächlich, wenn man dieses rappige Element mit Gesang verbindet. Und ich hatte so ein bisschen so ein Bruno Mars-Gefühl bei dir. Ich hatte ein gutes Gefühl. Aber Keanu, tatsächlich denke ich, dass du bei mir ziemlich gut aufgehoben bist, weil wir musikalisch auf einer ähnlichen Wellenlänge schwingen. Und du bist als Typ der absolute Hammer und ich hätte dich sehr, sehr gerne in meinem Team. Da hat er natürlich recht, musikalisch liegt ihr beiden im Zweifel im Dichter beieinander. Dankeschön, Johannes. Herzlich willkommen! Ruhig. Mein junger Freund. Ruhig dich mal, ehrlich, so geht das nicht. Aber wenn du Bock hast, mal ein bisschen in ein anderes Genre zu schnuppern, ein bisschen Bock hast auf Experimente, dann kommst du halt in Team Johannes. Und da gibt's zum Hip-Hop noch eine Portion Rock'n'Roll. Auch nicht schlecht. Ja. Nee. Kannst du dich entscheiden oder brauchst du ein bisschen Entscheidungshilfe? Soll ich dir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben? Also heute muss ich sagen, Johannes, au revoir. Ich gehe zu Marc. Yeah! Nicht schlecht. Das Internetsternchen wird zum Fernsehstar. Touché! Ist jetzt offizielles Mitglied im Team Marc.
Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Glückwunsch! Ja! Und ich habe gehört, du sammelst Caps? Ja. Ja, das ist deine neue Team Mark Cap. Ich glaube, die kriegt einen besonderen Platz, oder? Ja. Achso, andersrum natürlich aufsetzen. Hier so, zack.